Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Trainingssession hier im nächsten Formel 1 Ligabetrieb, dem nächsten Grand Prix, nämlich in Monaco. Ich wollte heute mal einfach zeigen, wie ich mich so auf ein Rennen vorbereite, wie das Ganze aussieht und ja, wir starten ausgerechnet in Monaco, meiner absoluten Lieblingsstrecke. Nein, überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, das wird ein Desaster. Monaco ist ja so ziemlich die schwerste Rennstrecke, die es in der Formel 1 gibt, weil es ein sauenger Stadtkurs ist. Es gibt keine Auslaufzonen, es gibt kein Kiesbett, es gibt nichts. Du hast einfach die Strecke und am Rande der Strecke hast du sofort die Wand. Also ein kleiner Fehler und das war's. Und die Rennstrecke an sich ist nicht mal breit genug, als dass zwei Autos nebeneinander hinpassen könnten. Also wird es auch so gut wie keine Überholmanöver geben. Aber das sehen wir noch alles. Ja, ich muss mal kurz gucken, ob ich überhaupt mein Setup gespeichert habe das letzte Mal. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe ja schon mal angefangen. Nein, ich habe nichts gespeichert. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay, warte mal, wie war denn das? Ich habe mir... Also wenn ich Setups erstelle, ne, kann ich ja mal kurz erwähnen. Wobei kurz, das könnte auch ein längeres Thema werden. Ich gucke mal halt immer erstmal an, was es für eine Rennstrecke ist und was man denn überhaupt braucht. Also wenn man jetzt eine Rennstrecke hat, wo es viele, viele Geraden gibt, dann brauche ich eher ein Setup, was mein Auto relativ schnell macht auf diesen Geraden. Wenn es aber eine Strecke wie Monaco ist, die sehr viele Kurven beinhaltet, dann brauche ich eigentlich eher ein Setup, das für Abtrieb und Stabilität sorgt, denn durch Abtrieb wirst du in Kurven schneller. Und auch wenn diese Rennstrecke hier auf dieser Übersicht gar nicht so aussieht, Monaco besteht fast nur aus Kurven. Also ein Geschwindigkeitssetup ist hier glatter Selbstmord. So, deswegen, was war denn das? Ich habe irgendeine Voreinstellung genommen. Ich glaube, das hier maximaler Abtrieb. Und dann hatte ich ein paar Dinge geändert. Beim Treibstoff gehe ich erstmal auf 6 Runden runter. Einfach, das erkläre ich später. Genau, die Aerodynamik. Ich bin hier mit 10 Elferflügeln unterwegs. Also du kannst ja die Frontflügel in den Wind drehen mit hohen Einstellungen. Dadurch erhöht sich das Luftwiderstandsprofil des Fahrzeugs. Das bedeutet, der Fahrtwind drückt das Auto während des Rennens auf den Boden. Damit hast du starken Abtrieb und bist in Kurven wesentlich agiler und schneller unterwegs. Und so ein Setup mit einem 10-11er Flügel brauchst du normalerweise auf keiner anderen Rennstrecke. Sowas brauchst du nur hier in Monaco. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, was die anderen Jungs aus der Liga machen. Ja, weil die orientieren sich normalerweise immer am Hotlap-Fahren. Also im Zeitfahrmodus. Da geht es eigentlich nur darum, dass du eine möglichst schnelle Rundenzeit hinlegst. Boah, echt jetzt? Denn, wir zwei Reifensätze no. zurückgeben, ja. die dann nicht mehr für das restliche ja. Wochenende zur Verfügung stehen. Ja. Die meisten abgenutzten Sets werden zurückgegeben. Pass also auf, welche du später noch... Ach, Jeff, den habe ich total vergessen. Also, wie gesagt, die anderen sind überwiegend im Zeitfahrmodus aktiv, weil es da halt darum geht, eine schnellstmögliche Rundenzeit hinzulegen und dann landest du auf einer globalen Rangliste mit dieser Zeit und dementsprechend kriegst du da natürlich auch die schnellsten Setups für eine Rennstrecke hin. Das Problem ist allerdings, was viele vergessen oder einfach ignorieren, ist die Tatsache, dass im Hotlap-Fahren der Reifenverschleiß nicht berücksichtigt wird und auch die Spritmenge des Autos nicht simuliert wird. Das heißt, diese Setups sind zwar perfekt, um möglichst schnelle Rundenzeiten hinzulegen und wahrscheinlich ist man damit in einem offiziellen Qualifying auch unschlagbar, aber spätestens im Rennen wirst du so massive Probleme mit diesem Setup bekommen, weil einfach nochmal an die 50 bis 100 Kilogramm Tankladung dazukommen und damit wird das Auto so dermaßen träge, dass du mit diesem Setup nicht mehr mitmischen kannst. Eigentlich wäre es schlau, da mal reinzugucken. Man kann sich das Setup ja ein bisschen anpassen an den eigenen Fahrstil und ein bisschen von der Geschwindigkeit rausnehmen, um es agiler zu machen. Aber das wollte ich hier in Monaco nicht tun, weil ich rechne ehrlich gesagt gar nicht damit, dass ich das Rennen überstehe. Von dem her baue ich mir jetzt einfach selber was zusammen. Oh Gott, was hatte ich denn bei der Transmission? Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Es steht eigentlich da in dem kleinen Textfeld darunter, durch Anpassung des Differentials des Wagens wird Einfluss darauf genommen, wie die Kraft auf die hinteren Reifen übertragen wird. Eigentlich kannst du sagen, wenn du das auf 100% hochdrehst, dann hast du ein gesperrtes Differential, was bedeutet, dass sich die Reifen gleich schnell drehen. Und wenn du das Setup aufmachst, haben die Reifen die Möglichkeit, sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit zu drehen. Es steht auch da unten die Vorteile eines offeneren Setups. Alter, warte mal.
Hallo? Optionsmenü? Hallo? Sorry, ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich den abschalten kann. Der Typ nervt. Audio-Lautstärke, Dialoge. Sorry, Jeff, aber du gehst mir heute auf den Sack. Weißt du, 6 Minuten und er geht mir jetzt schon auf die Nerven. Also, Vorteile von einem offenen Setup sind eine geringere Reifenabnutzung und eine graduellere Übertragung des Haftungsverlusts in Kurven. Und ein gesperrtes Setup gewährt dir eine absolute Bodenhaftung. Ich kann jetzt so viel dazu sagen, laut meiner Erfahrung ist es so, auf schnellen Rennstrecken wie Monza zum Beispiel in Italien, die besteht fast nur aus Geraden, da brauchst du ein gesperrtes Setup, wohingegen du bei Kurven eigentlich ein sehr offenes Setup brauchst. Da hatte ich, glaube ich, hier 55 und oben hatte ich 65. Das macht auch noch einen Unterschied, was du einstellst, weil Differentialanpassung mit Gaspedal greift quasi während der Fahrt, wenn du auf dem Gaspedal bleibst. Und Differentialanpassung ohne Gaspedal, das greift dann, wenn du komplett vom Gas runtergehst. Und da ich so die Angewohnheit habe, mich durch Kurven durchrollen zu lassen, anstatt auf dem Gas zu bleiben, habe ich dann in Kurven nochmal ein etwas offeneres Setup. So, Radaufhängung, was hatte ich denn da gemacht? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Die Radaufhängung ist hier, soweit ich das verstanden habe, auf Stabilität ausgelegt. Reifenkontakt in der Strecke beeinflusst, Verringerung des Werts kann den Grip erhöhen, bla 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 bla, übermäßige Radschaft. Ich glaube, die habe ich ein bisschen reduziert, so wie den da. Genau, die Spur hinten, höhere Werte. Ah ja, genau, mit den Spuren war es so, höhere Werte erzeugen eine bessere Lenkempfindlichkeit, niedrigere Werte erzeugen eine Stabilität. Das heißt, dass dir zum Beispiel bei der hinteren Spur das Heck nicht ausbricht im Kurvenausgang, so wie es mir in Spanien passiert ist. Ich glaube, so hatte ich das, dann war das Auto auch relativ stabil. Jetzt kommt er mir schon wieder mit den Reifensets, weißt du, aber wenigstens ist er jetzt still. Was wir auch noch machen können für den Abtrieb, ist die Front- und Heckfahrhöhe, die quasi beeinflusst, wie weit das Auto vom Straßenboden entfernt ist. Also du kannst dir das Auto höher legen und tiefer legen. Das hatte ich, glaube ich, auf... Hatte ich das auf 6? Ich weiß es gar nicht. Mist, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon wieder eine Woche her seit meinem letzten Training. Die hatte ich auf jeden Fall reduziert. Die Federungen hinten... Die brauchte man relativ weich tatsächlich, weil du sehr, sehr viele Schlaglöcher hast auf der Straße, auf der Strecke. Das ist nicht sehr schön. Front- und Heckfahrhöhe, ich bin mir nicht sicher. Wenn man die höher schraubt, dann hast du auch wieder mehr Abtrieb. Wenn man sie niedriger schraubt, dann hast du weniger Luftwiderstandsprofil, bist also wieder schneller. Aber zu hoch möchte ich es jetzt auch nicht einstellen, weil das wäre extrem. Bremsen, da war ich gleich bei 86% Bremsdruck und Vorderradbremskraftverteilung bei 56%. Das heißt, dass die Bremskraftverteilung eher nach hinten verlagert wird, was dafür sorgt, dass meine Vorderreifen nicht blockieren. Ich könnte natürlich auch diesen hier machen, ja, 70%. Das heißt, dass die Bremskraftverteilung zu 70% nach vorne verlagert wird und nur etwa 30% hinten gebremst wird. Damit hast du zwar die maximale Bremswirkung vorne, hast aber das Problem, dass die Reifen sehr, sehr schnell blockieren. Sehr, sehr schnell. Das kann sehr unangenehm werden. Der Reifendruck, den hatte ich, glaube ich, ein bisschen erhöht. Weiche Reifen sind hier gar nicht so clever. Die sorgen zwar für Stabilität, aber nur in einem gewissen Ausmaß. Und die Gewichtsverteilung hatte ich auf 6. Wenn ich die Gewichtsverteilung nach hinten setze, dann steht eigentlich in dem Text mit dabei, dann wird Untersteuern verringert. Das heißt, das Auto lenkt wesentlich schneller und stärker. Wenn ich den jetzt ganz nach vorne setze, dann wäre das Auto ultra träge in Kurven. Unabhängig von der Abtriebseinstellung. Deswegen lasse ich das mal so. Weißt du was, ich speichere das jetzt gleich mal ab. Ja, da so. Einmal von der Taste abgerutscht. So, ja, so viel mal ganz kurz zum Setup. Und, Mann, wir sind jetzt schon wieder bei 10 Minuten, das ist echt doof. Ja, im Endeffekt, so taste ich mich halt an die ganze Geschichte ran. Jetzt heißt es einmal rausfahren und schauen, wie sich das Ganze anfühlt und dann entsprechend Einstellungen ändern oder auch nicht. So, mit den Reifen, wir haben hier 3 verschiedene Reifenmischungen momentan zur Verfügung. Die Hypersoft, Supersoft und Ultrasoft. Die roten sind auf der Rennstrecke die härteste Reifenmischung, das heißt, die werden am längsten leben, sind aber auch am langsamsten. Das sieht man dann hier bei den Ultrasofts, die sind ein Ticken weicher,
Das heißt, man wird auch schneller, wenn man mehr Bodenhaftung hat. Die sind ungefähr 0,6 Sekunden schneller als die Supersofts, dafür leben die aber auch nicht so lange. Und die Hypersofts wiederum, die sind 2018 neu dazugekommen, die sind wirklich nochmal weicher, die sind ultra weich, die leben überhaupt nicht lang, die Dinger, vielleicht 4, 5 Runden, aber dafür sind die über eine Sekunde schneller als die Supersofts. Zum Einfahren würde ich sagen, fahre ich jetzt einfach mal auf den Supersofts raus. Oh, es ist schön, wenn Jeff mal nichts sagen kann. Das ist voll angenehm. Das Problem bei der Strecke ist jetzt nur, was ich habe. Ich bin unfassbar schlecht. Ich beherrsche die überhaupt nicht. Und im Karrieremodus ist es so, dass ich auf einem Schwierigkeitsgrad von 100 fahre. Der maximale Schwierigkeitsgrad liegt bei 110. Ja? Das heißt, da fehlt nicht mehr viel. Und bei einer 100er Schwierigkeit kann ich mit der KI ganz gut mithalten und kann hier um die Top 10 Positionen kämpfen. Aber hier in Monaco ist es dann tatsächlich so, bei gleichem Schwierigkeitsgrad, dass ich teilweise 2 bis 3 Sekunden langsamer fahre als die KI, weil ich einfach die Strecke nicht beherrsche, weil ich teilweise nicht weiß, wie man Abschnitte fährt, wie diesen hier zum Beispiel. Das hier ist jetzt die Löwskurve. Die langsamste Kurve in der Formel 1 und meiner Meinung nach auch die widerlichste Kurve. Ich habe keine Ahnung, wie man da schnell genug durchkommt. Ich verliere hier immer wieder Zeit, aber das werden wir alles noch sehen. Und wie man sieht, hier ist fast kein Platz zum Überholen. Du hast fast keinen Platz zum Wenden. Und das hier ist ziemlich gemein. Gut, jetzt ist es nicht passiert. Da bei der Linkskurve, bei dem Linksknick, bleibt man ganz gerne mal mit dem linken Hinterreifen hängen. Und da hätte ich schon einen Kontakt mit der Mauer gehabt. Also im Rennfall wäre jetzt eigentlich mein Frontflügel kaputt. Ja, den Schaden habe ich komplett ausgeschaltet, damit ich nicht jedes Mal nach einem Fahrzeugschaden die Lobby neu starten muss, sondern einfach gleich weiterfahren kann. Das macht das Training ein bisschen einfacher. Bäh, das war doof. Oh mein Gott. Vor allem das Schlimme ist, ihr merkt es überhaupt nicht, aber ich habe durch das Force-Feedback-Einstellung natürlich auch das Gespür für den Boden hier, für die Bodenwellen. Es schlägt mir das Lenkrad so dermaßen hin und her. Jetzt habe ich aber die Force-Feedback-Stärke eh schon relativ niedrig eingestellt. Und ich weiß nicht, ob es auffällt. Mir fällt es bisher noch nicht auf. Ich habe die Grafikeinstellungen runterschrauben müssen, weil seit dem letzten Patch, keine Ahnung, was sie da wieder gemacht haben, die Entwickler, aber da gibt es Performance-Probleme. Das Spiel ist nur noch am ruckeln. Das Runterschrauben der Grafik-Settings hat scheinbar geholfen. Oh, hoppala. Na, 1,14,2. Alter. Also meine schnellste Rundenzeit mit Hypersofts war eine 1,11,4. Und ich habe schon mal in unserem Chat vom Ligabetrieb nachgefragt, wie es denn da so aussieht. Und da sind Leute dabei, die mit einer 1,7, irgendwas unterwegs sind. Also die fahren einfach nochmal 3, 4 Sekunden schneller als ich. So, wie man jetzt an dem grünen Delta oben sieht, ich habe eine viertelte Sekunde gut gemacht und jetzt im Kurvenausgang halt wieder verloren. Jetzt ist das Ding rot, das heißt, wir sind langsamer als vorher. Wow. Aber gut, ich muss mich auch erst wieder einfahren. Ich habe seit einer Woche nichts mehr gemacht hier. Das war knapp. Man sieht schon, dass ich überall noch jede Menge Zeit rausholen kann.
Jetzt habe ich wieder Zeit liegen lassen, das war ja super. So, und jetzt schaut mal, was mit dem Delta passiert. 3/10, fast 4/10, hoppala. Zwei Zehntel rausgeholt. Ja, eigentlich 4/10, aber 2/10 dann wieder verloren. Ich check's halt überhaupt nicht, wie man diese Kurve fahren muss. Na, da hatte ich wieder eine Berührung mit der Mauer gerade. Die war zwar nur leicht, aber trotzdem, es kostet Zeit. So, 2/10 rausgeholt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. 1,14,0. Oh, aber wir werden jetzt dann sowieso an die Box fahren. Bah, ja. Und sowas wäre jetzt eigentlich im Rennen definitiv ein Ausfall geworden, weil du musst bedenken, du fährst ja hier nicht alleine. Es ist saueng. Wenn ein Unfall vor dir passiert, kannst du nicht mal eben schnell ausweichen. Das geht nicht. Weil du hast einfach keinen Platz zum Ausweichen. Und dann knallt's. Oder aber du prallst von der Mauer ab und landest auf der gegenüberliegenden Seite der Mauer. Und scheidest dann auch wieder aus. So, irgendwas an dem Setup ist aber anders. Ich habe hier erstaunlich viele Quersteher, die waren das letzte Mal nicht da. Da müssen wir noch mal gucken, was das soll. Kann ich mal ganz kurz meine Rundenzeiten checken? 1,14,2, 1,14,3, 1,14,0. Ja, naja, da ist noch viel Luft nach oben. Sehr viel, aber wie gesagt, das ist halt... Selbst wenn ich jetzt die nächsten 3 Tage nichts anderes machen würde, als Formel 1 zu fahren, ja, selbst wenn ich sage, ich lasse mich jetzt bei der Arbeit krank schreiben und mache nichts anderes, als wie Formel 1 zu trainieren, dann werde ich maximal schlechte 1,13er Zeit mit den Supersofts fahren. So, jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken, was hatte ich hier anders gemacht letztes Mal? Radsturz hinten, habe ich den vielleicht weiter runtergeschraubt? In China war eine 1,5er Wert extrem stabil. Ich probiere mal einen 1,3er. Oder die Stabilisatoren noch weiter runter? Ich weiß es nicht. Testen wir es einfach mal. Ich gehe jetzt auch schon mal auf die nächstweichere Reifenmischung, auf die Ultrasofts, und dann schauen wir, was wir mal mit denen reißen können. Ich muss nur aufpassen, dass das Video nicht zu lang wird, weil ich habe eigentlich nicht vor, hier... 3 Stunden lang zu trainieren oder jetzt ein 90-Minuten-Video hochzuladen. Das wäre mit Sicherheit nicht so schick. Ich meine, es gibt zwar Leute, die gucken sich sowas gern an, aber das Problem ist, dass die meisten da eben nicht komplett dabei bleiben. Und wenn ein Video nicht vollständig angeguckt wird, merkt sich das der YouTube-Algorithmus. Der speichert tatsächlich die Werte für die Wiedergabedauer von den Videos. Und je geringer die Wiedergabedauer, also die durchschnittliche Wiedergabedauer eines Videos ist, dementsprechend niedrig wird es, ja, ich sag mal, einsortiert oder bewertet. Und dementsprechend landet auch dein Kanal dann relativ weit unten im Ranking und wird seltener gefunden. Weil der YouTube-Algorithmus halt sagt, naja, das gucken sich die Leute eh nicht an, also kann es nicht so interessant sein. Ist eigentlich ein echt beschissenes System, muss man sagen. Es klingt zwar vorerst mal wirklich nett, ja, aber selbst große YouTuber wie der Gronkh zum Beispiel, die haben mittlerweile ganz gewaltige Schwierigkeiten damit. Na, siehst du, das wäre jetzt schon ein Ausfall gewesen. Ja, der Erik hat ja gesagt, dass er... Red Dead Redemption 2 und was war's? Irgendwas anderes hat er ebenfalls noch abgebrochen.
Ich glaube, Assassin's Creed war es. Das wird bei ihm nur noch im Livestream zu sehen sein, aber nicht mehr auf seinem Kanal, weil es ihm so dermaßen diesen Algorithmus zerschießt. Und ihm geht es dabei nicht einmal darum, nur auf Zuschauerzahlen zu achten. Er hat halt dann wirklich das Problem, dass dadurch weniger Leute auf seinen Kanal kommen und er lebt ja davon schlussendlich. Er sagt selber, dass es ihm nicht gefällt, aber er muss halt drauf achten. Ne? Das ist. Ich meine, er hat ein schönes Video hochgeladen, wo er es ganz gut erklärt hat. Ich kann das jetzt hier nicht in Worte fassen, während ich mich auf die Strecke konzentriere. Hallo? Ja, geil. Eine halbe Sekunde verloren. Durch die Löwskurve. Alter. Ja, nee, deswegen bin ich auch so am Hadern. Ich möchte eigentlich am liebsten ein Let's Play zu Formel 1 machen, was den Karrieremodus betrifft. Aber da entstehen dann hundertprozentig auch Videos, die teilweise 90 Minuten und länger werden. Und das guckt sich kaum einer an. Und im Endeffekt mache ich mir dann meine Kanalstatistiken auch wieder kaputt. Und nachdem die generell nicht so gut sind, naja, bin ich mir halt noch unschlüssig. So, man sieht schon, dass man mit den weicheren Reifen wesentlich schneller durch die Kurven durchkommt. Zumindest stellenweise, wenn man es nicht verkackt. Toll, 6 Zehntel rausgeholt an der Stelle. Geil. Eine Sekunde rausgeholt. Also eigentlich sollen ja die Ultras nur 6 Zehntel schneller sein als die Supersofts. Jetzt habe ich eine Sekunde rausgeholt, also merkt ihr, was da noch an Spielraum offen ist. Boah. Teilweise die Lenkpunkte richtig zu erwischen ist auch sau schwer auf der Strecke. Hier zum Beispiel habe ich jetzt den Bremspunkt verpasst. Aber wenn du einen Lenkpunkt einmal verpasst und du landest halt sofort in der Mauer. So, momentan fahre ich übrigens mit Standard-Sprit-Gemisch und mittlerer ERS-Einstellung. Das heißt, wir haben hier kaum einen Geschwindigkeitsboost. Wenn ich jetzt sage, ich will das Qualifying simulieren, dann drehe ich beides aufs Maximum und dann werden wir noch schneller. Na toll, 2 Zehntel verloren, also fast 2 Zehntel jetzt auf die letzten 2, 3 Kurven. Ja, und da habe ich zu viel gecuttet. Ja, toll. Also das, wenn mir im Rennen passiert nächsten Sonntag an der Stelle, dann wird es gefährlich, weil hier steht das Feld teilweise in der ersten Runde. Davor habe ich ehrlich gesagt noch ein bisschen Bammel. Das ist eigentlich der schlimmste Moment bei Monaco, der allerallerschlimmste. Die erste Runde, Startsequenz und dann, wenn das ganze Feld in die Löwskurve fährt, weil halt das ganze Feld noch beisammen ist. Da passieren immer wieder Unfälle. Aber ich muss eines sagen. Ich meine, das bringt mir jetzt im Nachhinein auch nicht wirklich viel, aber ich muss schon mal sagen,
Ich habe Monaco oder generell Formel 1 bisher immer mit einem Controller gespielt, bis ich mir ein Rennlenkrad zugelegt habe. Und ich finde, mit einem Lenkrad kommst du wesentlich schöner durch diese Strecke durch, durch die ganzen Kurven, durch die ganzen Abzweigungen. Mit einem Controller ist es wirklich Daumenkrebs. Es ist absolut Daumenkrebs und macht wirklich keinen Spaß irgendwann. Also im Singleplayer-Modus war es so, dass ich nicht nur 3 bis 4 Sekunden langsamer bin als die KI, nein, ich bin auch in einer Runde teilweise 4 bis 5 Mal in die Mauer gefahren. Also von dem her muss ich sagen, mit dem Lenkrad wesentlich angenehmer, aber ich glaube trotzdem nicht daran, dass ich das Rennen überstehe. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie viele Kollisionen ich mit der Mauer schon hatte, die hätten definitiv immer zu irgendeinem schlimmen Unfall oder sogar zu einem DNF geführt. Von dem her so eine 1,12,9. Die Hypersoft sollen 7 Zehntel schneller sein. Probieren wir die mal aus. Einfach, dass wir sie mal gesehen haben. Von Setup her fühlt es sich mittlerweile ganz gut an. Das werde ich mir nochmal extra abspeichern. Nur, das ist halt der nächste Punkt. Ich versuche momentan eher auf Sicherheit zu fahren. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ich am Sonntag dann mit Hypersofts ins Rennen starte. Ich glaube, ich werde hier auf eine Einstopp-Strategie setzen. In der Hoffnung, dass ich einfach nur überlebe bis zum Schluss. Weil die anderen Leute aus der Liga ohnehin 2-3 Sekunden schneller fahren werden als ich. Es ist halt leider so, weißt du, jeder Rennfahrer hat so seine starken Rennstrecken und seine schwachen, wo er einfach nicht so gut ist. Und bei mir ist es leider Monaco. Also ich weiß, ich habe das Gleiche von Spanien behauptet, dass Spanien mir nicht wirklich liegt. Aber bei Spanien ist es halt so, es liegt mir einfach nicht wirklich. Aber Monaco, ich kann es gar nicht. Spanien fahre ich verglichen mit Monaco sogar noch gern. Aber das hier, das ist halt wirklich mein Albtraum. Mein persönlicher Albtraum wäre es, wenn es regnet. Die Strecke bei Regen, dann ist vorbei. Und wenn ich mal dran denke, wie viele Fahrer im offiziellen Ligarennen von Baku ausgeschieden sind. Baku ist ja der nächste Stadtkurs, der Monaco am ähnlichsten ist, sage ich mal. Da waren ja von 20 Fahrern, ich glaube, nur noch 10 im Rennen am Schluss. Oh Mann. Da habe ich jetzt nicht wirklich Zeit gut gemacht. Da jetzt schon. Interessant. Ah, shit. Boah, ich dachte, es wäre eine Kollision geworden. Alter Schwede, fast eine Sekunde rausgeholt. 1:12:0 und wir haben eine ungültige Rundenzeit. Voll geil. Ja, pass mal auf, ich kann ja jetzt mal bei der Runde ein bisschen langsamer machen, weil die Zeit zählt dann ohnehin nicht. Und in der nächsten Runde schalten wir dann einfach mal das Fettgemisch ein vom Benzin her und drehen das ERS auf Maximum. Das käme nämlich dann einer Qualifying-Simulation gleich. Oder das wäre eine Qualifying-Simulation. Ich muss nur schauen, dass ich die Reifen noch mal ein bisschen abkühle. Oh Gott. Oh mein Gott. Die Reifen sind mit 91 Grad Kerntemperatur doch ein bisschen heiß.
ab 100 Grad bekommst du Probleme mit der Bodenhaftung. Ich will es nochmal gesagt haben. Habe ich oft genug ausgetestet. So. Dann schauen wir mal. Man merkt auf jeden Fall, dass der Motor mehr Drehzahl rüberbringt. Die Hinterreifen tendieren bei langsamen Kurven zum Durchdrehen. Nochmal 4 Zehntel rausgeholt. Krass. Mal schauen, ob ich sie halten kann. Ja. Eine Kollision und einmal gecuttet, aber keine Strafe. Interessant. Boah, das hat Zeit gekostet, der Quersteher. 1,11,4. Allerdings muss ich jetzt hier die Leistung vom Fahrzeug runterdrehen, weil sonst werden wir es nicht mehr ganz in die Box schaffen. Ich meine, die, die es kennen, werden eh schon wissen, was die Sache ist, aber für die, die es nicht kennen, wir haben beim Treibstoff 3 Einstellungen. Das sieht man hier in diesem MFA-Menü rechts unten in der obersten Leiste, da steht Benzingemisch 0,76 Runden, also wir würden jetzt keine ganze Runde mehr schaffen. Und das habe ich jetzt auf Mager gestellt, wir hätten noch Standard und Fett. Und es ist quasi so, beim Magergemisch, da wird extra wenig Benzin verbrannt, dementsprechend niedrig ist allerdings dann auch die Leistung des Motors, damit kannst du aber super Benzin sparen. Mit dem Standardgemisch ist alles auf Normal-Settings und bei Fettgemisch wird zusätzliches Öl mit reingepumpt ins Benzingemisch, damit der Verbrennungswert vom Motor gesteigert wird, was wiederum eine erhöhte Drehzahl verursacht. Und dadurch wirst du halt einfach schneller. Beim ERS, könnte ich jetzt so gar nicht zeigen, da haben wir auch 5 verschiedene Einstellungen von abgeschaltet über niedrig, mittel, hoch, überholen bis hin zu Hotlap. Und es ist quasi so, dieses ERS ist ein Energierückgewinnungssystem. Jedes Mal, wenn man bremst, geht ja eigentlich deine ganze Energie verloren, die du durch die Geschwindigkeit aufgebaut hast. Die Energie vom Motor, die erforderlich war, um diese Geschwindigkeit zu erhalten, die kannst du stellenweise durchs Bremsen zurückgewinnen. Fragt mich nicht, wie genau das funktioniert, davon habe ich gar keine Ahnung, aber habe ich nochmal Hypersofts irgendwo? Ja, habe ich. So, die sind jetzt zu 8% abgenutzt und die hier, die frischen, die sollen knapp 3 Zehntel schneller sein, die nehmen wir mal. Rundenzahl, ja, lassen wir so. So, wenn ich das ERS komplett ausschalte, dann ist es so, dass es zwar die Energie beim Bremsen speichert in der Batterie, aber die Energie nicht wieder hergibt. Wenn ich auf niedrig stelle, dann speichert er immer noch möglichst viel Energie, speist aber ein bisschen was von dieser Energie zurück in den Motor, um zusätzliche Leistung zu gewinnen. Beim Mittel ist ungefähr sowas wie Standard beim Benzingemisch. Ja. Du verbrauchst zwar eine Menge Energie, aber du gewinnst auch wieder eine Menge Energie zurück. Damit wird eigentlich, je nachdem wie du fährst, deine ERS-Batterie niemals aufgebraucht. Dann haben wir noch das hohe Setup, das eigentlich mehr Energie hergibt, als es speichert. Das heißt, damit holst du dann auch schon spürbare Leistung aus dem Motor raus. Dann haben wir noch das Überholen-Profil. Das sorgt quasi dafür, dass du, ich glaube, im siebten und im achten Gang nochmal eine höhere Drehzahl hast, damit du da einfach einen Geschwindigkeitsboost bekommst. Also eigentlich ist dieses Überholen-Profil genau dafür da, was es sagt, nämlich um einen Gegner zu überholen, wenn du ganz knapp an ihn dran bist. Das heißt, für eine kurze Zeit, zum Beispiel auf einer Geraden, bekommst du damit die maximal mögliche Geschwindigkeit
oder die größte Geschwindigkeit verglichen mit dem Rest der Strecke. Das Hotlap-Setup ist eigentlich mehr so fürs Zeitfahren oder fürs Qualifying gedacht, weil dabei gleichmäßig viel Energie verbraucht wird über die gesamte Runde. Gleichzeitig aber auch Energie eingespart wird. Nur in der Regel ist es so, dass du beim Hotlap-Fahren oder bei der Hotlap-Einstellung vom ERS maximal 1,5 Runden hinlegen kannst, dann ist deine Batterie leer. Dann musst du es quasi runterdrehen. Also so ging es mir bisher immer in den Qualifying-Runden. So, eine 1,11,4 ist bisher die beste Rundenzeit. Das, was ich in meinem letzten Training geschafft habe, war eine 1,11,444. Jetzt sind wir bei 1,11,429. Das heißt, wir haben, naja, nicht ganz 200stel rausgeholt. Das ist gar nichts. Und jetzt bin ich auch fast eine Sekunde langsamer. Oh, ich dachte, da wäre es jetzt passiert, dass wir mit dem Hinterreifen hängen bleiben. Aber okay, dann eben nicht. Jo, gut, okay. 1,4 Sekunden. Ich bin mal sehr gespannt, wie mein Teamkollege hier abschneidet. Der hatte bisher leider noch gar keine Chance, zeittechnisch zu trainieren. Aber ab nächster Woche schafft das, also für euch ab diese Woche, wenn ihr das Video seht. Für mich ist es halt nächste Woche. So, guck mal, hier eine Sekunde in der Lüftkurve verloren. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Kurve fährt. Also ich kann euch nicht sagen, was ich die letzten Male jetzt anders gemacht hätte. Naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn wir dann gemeinsam trainieren ab Montag oder Dienstag oder wann auch immer, wie es ihm hier so geht. Wow, 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 oh mein Gott, oh mein Gott. Warum schalten nicht so weit runter? So weit runterschalten war keine gute Idee. So, ich probiere es jetzt nochmal mit einer hohen Spriteinstellung. Boah, oh Gott, das war knapp. Das dachte ich gerade wieder, ich wäre hängen geblieben worden, aber hängen geblieben. Wow, wenn man auf Curbs ist, sollte man nicht beschleunigen. Da tendieren die Hinterreifen dazu, durchzudrehen. Nee, 4/10 im roten Delta. Und ich krieg's auch nicht wirklich weg, das ist schon krass. Sechzehntel, das wird eine 1,12,0. In etwa 1,11,9. Was ich definitiv noch machen werde, aber nicht mehr in diesem Video, auch wenn es ganz interessant wäre, ist mein Training für vollen Sprittank. Ja, siehst du, das meine ich. Kleiner Kontakt mit der Mauer, du hast einen Quersteher und deine Zeit ist ruiniert. Oh, und ich sollte trotzdem mal das Benzingemisch runterdrehen. Mit 0,67 Runden schaffen wir es sonst nicht ins Ziel. Naja, wir sind eh schon bei 40 Minuten, Alter. Das werde ich jetzt an der Stelle dann auch beenden.
ein Training mit vollem Tank hieße nämlich wirklich, dass ich mir angucke, wie viele Runden man auf Monaco in einem offiziellen Rennen fährt. Ich habe keine Ahnung, wie viele das sind, 60 oder 70. Ich bin da gerade absolut nicht auf dem Laufenden. Aber dementsprechend viel Sprit haue ich mir halt dann im Training in den Tank. Und dann fahre ich einfach mal entsprechend viele Runden, um zu schauen, wie sich das Auto verhält, um zu gucken, wie sehen meine Rundenzeiten aus, kann ich diese Rundenzeiten noch verschnellern, kann ich sie verbessern. Weil ich schon festgestellt habe, dass das ein Riesenproblem bei mir ist. Ich hole zwar im Qualifying über super Zeiten raus, aber im Rennen habe ich dann das Problem, dass ich viel zu langsam bin, weil ich einerseits mit dem trägen Fahrzeug nicht klarkomme und andererseits das Setup nicht wirklich dazu passt, mit so viel Sprit umzugehen. Wir können mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, ob er das hier übernimmt. Wenn ich den jetzt einfach mal voll mache, dann sind wir bei wie viel Runden? Bei 90 Runden. Boah, Alter, 90,7. Ja, dann schätze ich, werden wir hier 91 Runden fahren. In der Regel bei einem vollen Rennen brauchst du eigentlich auch 105 Kilogramm Benzinlast. Also ich schätze mal, dass wir es hier mit 91 oder 92 Runden zu tun bekommen. Und 105 Kilogramm zusätzliches Gewicht, das ist halt schon heftig. Und da bringt dir dann ein Setup, das auf ein schnelles Auto ausgelegt ist, auf schnelle Rundenzeiten ausgelegt ist, überhaupt nichts, weil du das in der Regel mit relativ wenig Benzin trainierst. Also normalerweise fahren wir im Qualifying immer hier mit 5 Kilogramm Benzinlast. Teilweise, ja nee, weniger kannst du in dem Fall gar nicht fahren. Also es reicht für 4,3 Runden. Und das ist halt dann einfach was anderes, als wenn du nochmal einen vollen Tank hast. Das ist so das größte Problem. So, ich speichere mir das jetzt nochmal ganz kurz ab, damit ich das nicht wieder vergesse. Und dann da das nächste Mal gleich weitermachen kann. So. Und dann würde ich sagen, ja, das war mal so ein kleiner Ausschnitt in meine Trainingssessions. So sieht das Ganze aus. Ich werde definitiv nicht zu jedem Ligarennen ein Trainingsvideo machen, weil das, ganz ehrlich, das wird zu viel. Es ist auch relativ unspektakulär. Es passiert einfach nichts auf der Strecke. Du hast keine Ziele, die du erreichen musst. Du hast keine anderen Fahrer, gegen die du kämpfst. Es ist halt einfach, ja. Naja, gut. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ, was das Setup angeht, die Setup-Einstellungen angeht, muss ich, wie gesagt, erwähnen. Ich kenne mich leider nicht vollständig damit aus. Ich habe, warte mal, so, das Mikro mal ein bisschen anders setzen. Ich habe leider nicht ganz so viel Ahnung von den entsprechenden Einstellungen. Ich kenne mich mit dem Abtrieb ein bisschen aus, ich kenne mich mit Reifendruck und solcher Geschichten und Gewichtsumverteilung ein bisschen aus, aber das ist halt leider auch schon alles, weil die meisten Texte, die da drinstehen zur Erläuterung, die sind leider nicht sehr hilfreich. Das Schlimmste ist eigentlich, warte mal, das Schlimmste ist eigentlich das Kapitel hier. Wenn ich mir hier die ganzen Hilfstexte unten durchlese, ich kann mir teilweise keinen Reim drauf machen, was für Werte ich dann eigentlich brauche, um welches Fahrzeugverhalten zu erzeugen. Das ist, dass ich hier einen 1,5er Wert brauche, um das Heck extrem stabil zu halten, also in China. Darauf bin ich auch nur gekommen, weil ein Kollege aus der anderen Liga mir das gesagt hat, mit dem ich mal trainiert habe. Aber warum das so ist, konnte der mir auch nicht sagen. Von dem her, ja, das ist halt so. Auf jeden Fall, ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wahrscheinlich im Qualifying wieder von Monaco, wo ich hoffentlich länger wie eine Runde draußen bleiben kann. Und ich werde jetzt noch eine Weile hier trainieren. Also euch noch einen schönen Abend. Ich werde hier noch ein bisschen Spaß haben und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.